Hallo, liebe Nerdfallmediziner, heute mal mit einem Thema, was sich ganz, ganz viele gewünscht haben, und zwar was vor allen Dingen die Notaufnahmeleute und Intensivle betrifft, aber bestimmt auch für den Rettungsdienst ganz interessant ist, die Blutgasanalyse, die BGA. Die BGA liebe ich persönlich, und zwar ist sie deswegen so toll, weil sie direkt in der Notaufnahme meistens verfügbar ist als Point-of-Care-Diagnostik. Das heißt, ich habe da irgendwo so ein Gerät rumstehen, da gebe ich mein Blut rein. Ein, zwei Minuten später weiß ich eigentlich schon, wie es um die grundlegende Metabolik des Patienten aussieht. Also eine super Sache und für uns Akutmediziner perfekt geeignet. Aber was ist in der BGA eigentlich alles drin? In der BGA gibt mir einmal Auskunft über den Säure-Base-Haushalt, dann über die respiratorische Situation des Patienten und ganz, ganz häufig sind auch noch die Elektrolytwerte enthalten, der HB-Wert und das Laktat. Also ein ganz, ganz guter initialer Check-up, um den Patienten so ein bisschen einzuschätzen. Jetzt ist nur die Frage, welches Blut nehme ich eigentlich für so eine BGA? Naja, das Patientenblut, aber nehme ich jetzt venöses Blut oder arterielles Blut, arterielle Punktion, oh, das ist manchmal so ein Gefitzel, da hat man ja auch keinen Bock drauf, muss man das wirklich immer machen? Zum Glück nicht. Also eine venöse BGA, würde zumindest ich sagen, braucht jeder Patient, der eine Blutabnahme in der Notaufnahme bekommt. Ganz einfach, weil es so ein schönes Nice-to-have ist und ich möchte es nicht missen. Aber wenn der Patient eine gute Sauerstoffsättigung hat, offensichtlich keine Probleme beim Atmen hat und die gute Sauerstoffsättigung auch bei Raumluft hat, dann brauche ich nicht unbedingt eine arterielle BGA. Denn die arterielle BGA ist nur dann besonders gut, wenn wir die arterielle Sauerstoffsättigung genau messen wollen. Klar, weil im venösen Blut ist ein bisschen oder ist viel von dem Sauerstoff schon verbraucht worden. Das heißt, da können wir den Wert nicht so genau messen. Vor allem im peripher-venösen Blut, da ist das Ganze auch nicht als zentralvenöse Sättigung messbar. Ne? Weil das hat man ja früher mal, oder nimmt man ja immer noch ganz gerne manchmal, um septische Patienten besser einzuschätzen oder die Kreislaufsituation besser einzuschätzen. So, das heißt, jetzt hätten wir schon mal geklärt, welches Blut ich nehme. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit den Messwerten, die ich da alle herausgemessen habe? Oder wie interpretiere ich die? Fangen wir mal oben an. Oben steht meistens der pH-Wert. Der pH-Wert, das ist der negative dekadische Logarithmus der H+-Konzentration. Das bedeutet im Endeffekt, wie viele H+-Ionen sind im Blut, wie sauer oder wie basisch ist der Patient. Von der Azidose sprechen wir immer dann, wenn der pH kleiner als 7,35 ist. Und von der Alkalose immer dann, wenn er größer als 7,45 ist. Und da seht ihr, es ist eine relativ kleine Range. Der Körper muss sich da relativ genau auf einen kleinen Bereich einstellen können. Dann messen wir immer den Sauerstoffpartialdruck, entweder den venösen oder den arteriellen. Der Sauerstoffpartialdruck, der arterielle, sollte bei einem gesunden Menschen so zwischen 70 und 100 mm Hg liegen. Im Alter darf er eher etwas niedriger sein. Junge Menschen haben eher etwas höhere Normwerte. Gibt es eine Alterskorrelation, kann man nachschauen. Ganz, ganz wichtig ist mir hier, dass wir immer daran denken, wenn der Patient Sauerstoff von uns bekommt. Denn dann kann natürlich der Sauerstoffpartialdruck viel, 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 viel höher sein. Da hat man manchmal Werte um die 500. Aber ein Patient, der 6 Liter Sauerstoff von uns bekommt und einen Sauerstoffpartialdruck von 75 mm Hg hat, der ist nicht gesund und der hat ein massives Problem. Der PCO2, der sollte normalerweise so zwischen 35 und 45 mm Hg liegen und der gibt uns grundsätzlich Auskunft über die Ventilation des Patienten. CO2 retinieren ja zum Beispiel Patienten ganz gerne mal mit einer obstruktiven Atemwegserkrankung oder auch mit einer muskulären Erschöpfung, zum Beispiel Patienten mit irgendeiner Muskeldystrophie, die einfach nicht mehr die Atemtätigkeit muskulär schaffen. So. Ich muss mal nach unten gucken, damit ich nichts vergesse, nicht, dass ihr euch wundert. Dann haben wir natürlich noch die ganzen anderen Werte, auf die ich jetzt gar nicht so genau eingehen will. Also die Elektrolyte, das Laktat oder den HB-Wert, den COHB-Wert, der auch manchmal ganz interessant ist, Methemoglobin und so weiter und so fort. Soll jetzt aber gar nicht so sehr das Thema sein. Jetzt soll eher das Thema sein, wie kann ich denn die Azidose und die Alkalose noch so ein bisschen weiter differenzieren. Es gibt ja immer respiratorische Azidosen und Alkalosen und metabolische. Warum ist das eigentlich so?
Ganz klar, der Körper kann über die Lunge relativ schnell CO2 abatmen. Viel CO2 abatmen bedeutet, dass ich weniger Kohlensäure im Blut habe. Das heißt, ich kann über die Lunge sehr, sehr schnell den Säure-Base-Status beeinflussen. Ein anderer ganz großer Player ist vor allen Dingen die Niere, weil die Niere saure Valenzen loswerden kann bzw. Puffer zurückhalten kann im Blut. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Einflussfaktoren, auf die ich jetzt gar nicht so tief eingehen will. Wir wollen ja erstmal so ein Grundverständnis bekommen. So, jetzt habe ich einen Patienten, der hat einen pH von 7,2, also der hat eine Azidose. Und jetzt will ich wissen, ist das eigentlich eine respiratorische oder eine metabolische? Und dafür schaue ich als allererstes mal aufs CO2. Wenn der CO2-Wert deutlich erhöht ist, dann wird es wahrscheinlich eine respiratorische Azidose sein. Ist das Bicarbonat deutlich erniedrigt, denn Bicarbonat ist eine Base, dann ist es eine metabolische Azidose. So, jetzt gehen wir mal davon aus, der Patient hat eine COPD, der hat einen pCO2 von 65 und hat eben den pH-Wert von 7,2. Jetzt sagen wir, das ist eine respiratorische Azidose. Und jetzt will ich wissen, hat er die schon länger oder hat er die erst gerade entwickelt vor 10 Minuten? Und wenn der Patient die schon länger hätte, dann hätte natürlich die Metabolik da etwas nachjustiert. Das heißt, der Patient hätte Bicarbonat im Körper zurückgehalten, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten und hätte damit eine metabolische Teilkompensation versucht zu erreichen. Deswegen kann man auch sagen, das Bicarbonat ist das HbA1c des COPDisten übrigens. Und andersherum, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel ein chronisches Nierenproblem hat und hat ein niedriges Bicarbonat, weil er einfach nicht in der oder weil er Bicarbonatverlust hat über die Niere und hat deswegen eine metabolische Azidose, dann wird er, um das respiratorisch zu kompensieren, hyperventilieren, also möglichst viel Kohlensäure abatmen, CO2 abatmen. Das pCO2 wird also niedrig sein. Dann kann man auch sagen, es ist eine respiratorisch teilkompensierte metabolische Azidose. Alright. Jetzt hat der Patient eine Alkalose, eine metabolische Alkalose, zum Beispiel, weil er die ganze Zeit Magensäure erbricht, im Rahmen zum Beispiel einer Bulimie oder weil er ohne Ende Brausetabletten frisst und will das respiratorisch kompensieren. Was muss er machen? Er muss die Luft anhalten, um viel CO2 zurückzuhalten, um viel Kohlensäure im Blut zu haben, um das Ganze auszugleichen. Lange Luft anhalten ist nicht so gesund und deswegen kann man metabolische Alkalosen auch nicht wirklich gut kompensieren, respiratorisch. Das sollte man wissen. Deswegen, die sind nicht so häufig, aber sind dafür häufig für den Patienten ziemlich gefährlich. So. Weil das alles schwierig zu merken ist und weil ich sicherlich auch ganz begeistert, ganz schnell geredet habe, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das will ich nochmal kurz Revue passieren lassen, einfach nochmal das Video angucken oder ich habe euch so ein bisschen einen Leitfaden zur BGA-Beurteilung auf einem Blatt zusammengeschrieben. Das könnt ihr natürlich auch ausdrucken und euch einfach mitnehmen, wenn ihr jetzt gerade auf die Intensiv rotiert seid und mit der BGA trotzdem immer noch so ein paar Probleme habt. Und ich hoffe, es hilft euch. Ich wäre extrem gespannt, wie euch das Video insgesamt gefällt, ob es viel zu viel Basics sind. Ich weiß, manche von euch sind absolute Cracks, die werde ich jetzt da nicht so sehr abgeholt haben. Oder ob ihr sagt, Mensch, Philipp, das hast du einfach blöd erklärt, das haben wir nicht gecheckt. Ich freue mich natürlich auch, wenn es euch gut gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, bitte unbedingt Kommentare schreiben. Schreibt uns bei WhatsApp, schreibt uns bei Facebook. Und über eine Sache freue ich mich ganz besonders und deswegen möchte ich mich dafür auch ganz besonders bedanken. Und zwar die spannenden Diskussionen immer wieder bei Facebook. Vielleicht manchmal habe ich das Gefühl, ihr denkt, ihr würdet uns damit so ein bisschen nerven. Das tut ihr auf gar keinen Fall. Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr sagt, hey, das sehen wir aber ganz anders. Das ist doch Quatsch. Warum? Weil wir davon enorm profitieren. Wir lernen natürlich auch immer wieder von eurem Wissen. Und wir freuen uns darüber deswegen ganz besonders. Und wir leben von der Community und deswegen unbedingt teilen und liken, aber auch kommentieren.
Und das war's von mir. Wie immer bei Themenvorschlägen, Themenwünschen immer gerne einfach anschreiben. Wir versuchen das alles unterzubekommen, haben aber schon jetzt eine lange Liste. Das heißt, es kann sein, dass man auf ein neues Thema, was man sich wünscht, etwas warten muss, aber wir versuchen es immer auch irgendwann umzusetzen. So, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.